Hey und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ion. Und wir sind dabei, jetzt gerade noch unsere Kampagne abzuschließen. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass wir ein bisschen mehr Energie der Rast haben, um genau zu sein, 100%. Also ganz angenehm, um das abzuschließen. Und danach dürften wir dann auch entweder nach den beiden oder wenn ich noch die TF-Kampagnen dazu mache, dann letztendlich 61 sein, um nochmal zusätzlich gar nichts zu machen. Ich weiß nicht, wie viel ich heute aufnehme. Denn morgen ist Mittwoch. Das bedeutet zum einen, 4.75 kommt, das heißt, die Server werden ewig lang nicht da sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann nochmal eine Folge morgen überhaupt aufgenommen bekomme. Und zum anderen, morgen sind die gar nicht resettet. Das heißt, theoretisch wäre es sinnvoll, würde ich heute, wenn ich noch 61 werde, die gar nicht schnell machen, die ich dafür dann freischalte. Das heißt, je nachdem, wie ich mich dann, wie zum Teufel, ach genau, Waffe einfach anklicke. Das ist die Waffe, ähnlich wie in Bedosan. Je nachdem muss ich halt dann schauen. Wo soll ich hin? Zum Nordgate zurück. Okay, und was ich eigentlich, worum ich gebeten wurde, das zu sagen, und zwar, wie kommt es, dass. Lass mich mal kurz im Wortlaut nachschauen. Darf ich wissen, wie du mit jemandem mit 59, also da wäre eigentlich egal, von einem anderen Server in BT reingekommen bist? Also, ich sagte etwas von Instanz-Server und eigentlich sagte ich etwas von serverübergreifend Instanz, aber gut. Und zwar, du kannst theoretisch in alle Instanzen, wo du ans Tor kannst. Also an alle Instanzen außer jetzt JMR, also Human Morgans Marschroute und Server Internet. Das heißt, überall, wo du wirklich an der Instanz anmelden kannst, kannst du anmelden, dass du auf Freunde wartest. Und dann kommst du auf die, welche Taste ist das hier? Welche Taste ist das hier? Hier. Serverweite Rekrutierungsliste und dort kannst du dich dann ist dann dort dein Schau drin. Das kannst du nur an der Türe beantragen. So. Und wo ist der Typ da oben? Jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Die Person auf dem anderen Server kann dann hier hingehen, schaut hier, okay, da ist ein Schaut für mich, da muss er dann raufklicken. Du musst aber auf 1 achten, und zwar, du kannst dich einfach so suchen und sagen, jo, für 6 Personen und bei 5 gehst du rein. Das geht nicht. Das müssen dann wirklich alle 6 Personen da sein. So, die haben wir fertig. Leider nicht ganz, aber ihr seht, 100% der Energie daraus sind jetzt weg. Einfach weg. Übrigens werden wir morgen dann, denke ich, auch ein bisschen sockeln. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann schaue ich das nämlich, dann teste ich das einfach mit dem hier. Ist mir lieber, als dass ich das mit meinen anderen teste. Wait, we have visitors. Und sie sagt Edios, einfach nur. Die hat übrigens Machtkampf an. Okay, Edios tot. Edios haben ein Buch. Oh mein Gott, ein Buch. Nein. Likely you shall find the rest of Karun's journal on that guardian's body. Okay. Jetzt müssen wir hier von dem, was hier lesen. Finde ich nicht so gut. My Ich meine. poor dear boy. I would speak with Valen. He can guide you over the Catalam Gate. But what do I know? Was weißt du schon? Genau, was weißt du schon? Tö. Nee, ich muss mal eben kurz das Aufnahmetool wieder im Vordergrund nehmen. Ich habe nämlich gerade dadurch, dass es auf YouTube war, das im Hintergrund gab. So, also wie gesagt, einfach serverübergreifend anmelden, das kannst du nur an der Instanz und die anderen Personen müssen dann auch an der Instanz sein, um auf Bestätigen zu klicken, soweit ich das richtig weiß. Ja, muss ich jetzt überhaupt schon rüber oder habe ich das jetzt einfach nur so gemacht? Oh cool, ich musste sogar. LOL, einfach alles. Was hat die ein. Kali ist hier grün. Alter, dieser Anblick. Oh mein Gott. Tut mir leid, das war gerade so. Oh mein Gott, ich finde wie auf Valhalla. Wir sind nämlich auch bald alles grün, einfach nur, als ich gerade gegangen bin. War ein bisschen ungünstig, ich wollte eigentlich gar nichts machen. Ist auch der Grund, wieso ich jetzt aufnehme, denn. Schon fertig? Okay. Ja, aufnehmen ist sehr gar nicht laufen ist sehr schwer, wenn alles grün ist. Wieso kann ich da unten? Achso, ist nur die ganz normale Trade. Okay, ich dachte schon. Ja, wie ihr seht, wir sind nicht ganz selber abgegangen. Deswegen machen wir jetzt hier. Also die Süd können wir noch nicht, dafür bin ich vom Level her zu niedrig. Aber wir können hier mal schnell die 8 Millionen absnacken. Hoffentlich reicht das dann. Noch nicht ganz, aber fast. Das heißt, wir müssen jetzt ins Konvent. Haben wir noch irgendwelche Rollen? Ja, wir haben noch eine einzige Morheim-Rolle. Wir werden gleich neue Altgard-Rollen. Das geht nämlich nicht klar, dass wir keine Rollen mehr haben. Kann ich das auch in Morheim? Wir machen es einfach in Pande. Ist sicherer. Und ihr wisst, das hier ist heute wieder eine lange Folge, ne? 20 bis 25 bis 30 Minuten, je nachdem, worauf ich Lust habe. Also nicht wundern. Den werde ich mal eben kurz einloggen. Laden, nicht loggen. Ich logge ihn ein. Ja.
Sehr sinnvoll. Ab nach Pande. MSSP und ich warte darauf, dass ihr Dank schreibt, damit ich bitte sehr schreiben kann. Bitte sehr. Ich bin... Gut, okay, ihr habt keine wichtigen Daten gesehen. Ich hatte nur komplett wieder vergessen, dass ich das ausblenden wollte. Ach, Mist. Sollte ich mir so eine kleine Info machen, dass ich das, ja, nicht vergesse. Was hast du denn? Der bietet das hier noch an? Okay, ich glaube nicht, dass das loswerden wird. Normalerweise, wenn jemand daran Interesse gehabt hätte, hätte er es während den drei Tagen, wo man sich, nee, sieben Tagen, wo man sich das, drei Tagen, wo man sich das aussuchen konnte, hätte er dann geschrieben, bla bla bla, ich möchte gerne haben oder ich würde gerne kaufen. Das ging nämlich bei uns auf dem Server so. Da hat dann einer verkauft und dann haben alle möglichen angeschrieben und die Waffe ist dann wirklich für knapp 1 Milliarde weggegangen, weil es wirklich gewollt war. Aber dieses, du hast die Waffe und musst sie irgendwie wegkriegen, da kriegst du weniger Geld letztendlich raus. Also China, nicht Geld. Müssen wir bedenken, es sind ja China. Loyal Demon, heed my words. Da ist ein Licht. Tell Karun, you'll lend your hands to his cause. Das ist einfach nicht der gleiche Text, wie der Text ist. Also nicht die gleiche, was sie sagen, wie das, was geschrieben ist. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich das, das Englisch, NA-englische Sprachpack habe, aber nicht das NA-englische Text. Nee, das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte in den Videos ein anderer Sound sein? Ich habe keine Ahnung, wieso die Texte nicht, nicht synchron sind. Das ist echt verwirrend. Karun müssen wir jetzt hin. Karun steht natürlich da vorne in Sapan. Wo sind wir eigentlich gebunden? Huhntempel. Huhntempel komme ich da gut. Ja, da komme ich gleich gut hin. Wir müssen aber mal eben schnell halt Dinge jetzt kaufen. Ich mach mal eben das da weg. Das nervt gerade ein bisschen. Whisper dürfte ich nichts haben. Hallo, Whisper. Danke sehr. So, jetzt ist es komplett ausgeblendet. Sieht schon viel besser aus, ne? Wir sind hier im Blick Level 61. Ich hätte nie gedacht, dass das jetzt am Ende nochmal so schnell geht. Also, wir haben ja zwischenzeitlich echt mal lang gebraucht. Verdammt lang. Ha, das war schon ein bisschen nervig hin und wieder. Wir haben einen höheren Rang als du, aber du bist auf 25. Ich dachte, du seist ein höheres Level. Ich wollte gerade im 65er anklicken. Und das war keiner. So, wir kaufen hier mal ein paar Röllchen. Scroll. Die sollten fürs Erste ausreichen. So. Wieso Altgard? Altgard ist meines Erachtens, was ich immer und immer wieder sage, einer der angenehmsten Punkte zum Porten. Man kommt am schnellsten zum Aha, zum Lager. Zum Negidager leider nicht. Das ist dann erst in anderen Gebieten. Man kann schnell verkaufen. Ähnlich ist es in Tiamaranta, aber Tiamaranta-Rollen sind einfach schweineteuer. Und von Tiamaranta kommst du nicht so schnell wohin. Denn von Altgard aus kannst du nach Pande porten und von Pande kannst du nahezu überall hin porten. Du kannst nicht direkt in den Untergrund nach Acheron, nach Kaldor und nach Tia, aber das ist einfach so. Da kommst du von nirgendwo hin schnell hin. Nee, nicht wirklich. Wohin wollte ich jetzt überhaupt? Sapan. Wieso porte ich jetzt hier rüber und nicht über, wie ich eigentlich wollte? Egal, wir lassen das jetzt mal dahingestellt. Ich wollte eigentlich... Okay, egal. Dann kann ich mir später das Rückkehr, weil ich nochmal irgendwann nach... Nee, ich muss dafür nicht nach Nord. Egal. Einfach nur egal. Wieso haben die eigentlich... Ach, stimmt ja. Moment, ich habe hier so einen extrem hohen Rang wegen Schoko-Event. Und eventuell sind das welche, die entweder ihre AP noch im Inventar haben oder natürlich... keine Ahnung, Kisko, weiß ich nicht. Die ist doch oben im Flugzeug, oder? Nee, okay, die sind hier. Ach, stimmt ja. Okay. Das ist mir jetzt relativ egal. Und wie gesagt, wir porten halt nicht hier unten rüber, um da durchzulaufen, wie das alle möglichen Leute machen, die das einfach nicht wissen. Ich muss darüber immer wieder schmunzeln. Oh Mann, ich werde schon fast sentimental, wenn ich darüber nachdenke, dass bald die gesamten Gebiete einfach überflutet werden und du kannst da nicht mehr hin und... so blöd. Und es ist eine Sie. Und das finde ich immer lustig, dass bei diesen Grafikeinstellungen die Leute immer erst auf dem Boden sitzen, bevor sie da oben sitzen. Wieso habe ich solche niedrigen Grafikeinstellungen reingetan, dass... ich rede. Wieso ich solche niedrigen Grafikeinstellungen habe, das hängt damit zusammen, dass ich es eigentlich angenehmer finde.
wenn ich dann beim Raid bin oder wenn ich streame oder wenn ich aufnehme, dass ich trotzdem eine sehr hohe Performance habe und selbst wenn man das so nicht ganz so schnell merkt, aber wenn man dann wirklich spielt, ich meine mal Aufnahme bei Stream ist es eh, dass ich eine geringere Performance habe. Das ist nun mal so. Irgendwo muss das ja ihre, ne? Funktioniert ja nicht ohne. War das richtig? Ja, ist richtig. So, auf jeden Fall. Wo war ich jetzt kontextlich? Habe um ehrlich zu sein, keine Ahnung mehr. Genau, wenn ich normal spiele, macht das einen Unterschied, wenn ich auf ganz, 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 ganz geringen bin. Denn dann ist es wirklich überhaupt nichts, was mich daran stören kann, wenn ich dann PvP mache. Also ich meine, du hast der Grunde nach das die beste Performance, die es irgendwie für deinen PC geben kann. Selbst wenn bei dem anderen schöner aussehen würde, aber was bringt es mir, wenn es schöner aussieht, wenn ich stattdessen bald mit dem anderen sozusagen ein ganz kleines bisschen schneller bin. Also es sind wirklich nur Millisekunden, aber gut. Hier vorne das ist übrigens Tiamat. Tiamat sieht meines Erachtens sehr cool aus. Das da oben ist übrigens Sils Relikt. Zwar ein bisschen neben dem Kopf, aber es zeigt halt, ne? Und ja. Ich glaube, das hier ist doch auch mehr oder weniger TU. Also so sieht das doch auch aus hier drin. Ich war nie in TU drin, so als kleine Info. Ich schaue mich jetzt hier ein bisschen um. Als ich das nämlich gemacht habe, damals war das nicht so wirklich. Irgendwas ist da oben. Irgendein NPC, seht ihr das? Ach nee, da oben steht nochmal Sils Relikt. Okay. Lol, wie buggy ist das denn? Da oben ist nochmal Sils Relikt. Lol. Okay, ich gehe da nicht drauf ein. Wir müssen jetzt hier ein bisschen näher laufen. What are you doing here? Hat sie gesagt. Ich hab's auch nicht verstanden, deswegen. Deva, you dare, this is my kingdom. Mein Königreich, bla bla. Wir stellen uns hier hin. Don't worry, you're the only one who will suffer. Well, then you've chosen the path of destruction. Now you will see the true path. I will hurt you into eternal darkness. Hi, yeah. You want to. Der sichere Text ist weg. You want to defeat me. It seems I will have to teach you some respect. Wir müssten jetzt. Naja, wir müssen Tiamat kaputt machen. Grrr. Oder ihr eigentlicher Text ist nicht im Chat. Okay. Gehen wir wieder auf Gruppe rüber. Bla bla bla, you trusted Karun and come all the way, bla. Ihr könnt euch das jetzt eigentlich schlecht durchlesen. Ich dachte nur, bei dem einen konnte man es halt schlecht lesen. So, Video! Bin ausgelaugt, sieht man ja. Ich habe keine Ahnung, was sie in Wirklichkeit sagt. Wir sehen den Text, aber der Text ist nicht das, was sie sagt. Es ist irgendwas zwischen nom 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 und naja. Ihr hört es. Und es ist nervig. Warte, was? Wir schaffen es, ihr Schaden zuzufügen, obwohl sie von Sils Relikt gestärkt ist. Oh, Feuer. Feu, feu! Lol. Wir sind so stark. Wer ist das? Unser Retter kommt! Hey, wake up. How have you been? Oh, ist der riesig. I don't control what destiny demands of me. I simply follow her voice. Er macht einfach das, was Schicksal von ihm, bla bla. Verdammt. Alter. Episches Battle ever. Als ich das damals gesehen habe, theoretisch gesehen hätte, habe ich das überskippt. Seals Relics. Be wary. Oh mein Gott, wir müssen das jetzt holen. Ja, ist klar. Even in death, she will not submit to you. Okay. Ich finde das, was sie sagen, cooler als das, was da steht.
I'm a Dragonlord, nicht I'm a Balaur. WTF. Wirklich, der Text ist echt cooler. Shit, das müsste man eigentlich pausieren und durchlesen, was da auf diesen Seiten stand. Das ist mir gerade aufgefallen, das konnte man theoretisch lesen. Ich glaube, jetzt ist es put. Ja. Ja. Schrotti Schrott. It's over. Now to return Seal's relics where they belong. Ich muss halt sagen, mit jeder Weiterentwicklung oder jeden neuen Patch von Ion, es hat sich ja diese Geschichte weiterentwickelt. Oh, was passiert jetzt hier? How kind of you to free these from Tiamat for me. Oh. Jetzt ist da, ich glaube, das müsste Berita. Ah, Israel, okay. Why don't I remove the source of your argument so you two can kiss? Ich weiß gar nicht, wie Beritras Gesicht aussieht. Ja, ich habe zu wenig Videos damals angesehen. So, wir sind jetzt hier vorne unter den Schwingen. Und talk to Karun. Wir gehen zu Karun, wenn ich ihn entfinde. Da vorne. Da ist Mahjutant und hier ist Karun und wir sind total angepasst bei Israel. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß. Sorry, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Und stand wahrscheinlich sogar da drin. Aber okay. What is Israel's part of Israfel, okay. War das nicht der, der damals in Gaelic in diesem komischen andere Dimension da war? Meine ich schon, ne? Take this news to Scaffer and then wait to hear from my agent. Ja, ja. Wir müssen jetzt zu Governor Scar 4. So, ihr merkt, ihr bekommt immer und immer mehr von der Geschichte mit und ja. So, welchen Ring? Natürlich den magischen Ring. Und jetzt müssen wir zu Karun und wir sind so viel Level ab, nur noch leider nicht ganz. Aber da kommt jetzt mit den nächsten Sachen nochmal ein bisschen was dazu. Alter, das ist so eine übelste Kampagnenfolge, ist ja schlimm. Ja, wir brauchen den Grund auch noch die Kampagne und die Kampagne, die darauf folgt, um fertig zu sein, denke ich. Teleporter natürlich, nicht der. Soll ich mich hier binden? Werden hier gleich eh wieder hinkommen. Ich gehe mal hier kurz aus dem Chat raus. So. Uber-Hamster. Toll. Sapan. Ich musste gerade kurz überlegen, wo Karun ist. Und ja. Aber nur kurz. Denn ich weiß ja, wo Karun steht. Ich meine, Karun, Sapan, kommt schon in gewisser Weise irgendwie logisch hin. Ich meine, das sind die mit den komischen Flügeln, die irgendwie nur einseitig sind, also zu einer Seite geklappt. Haben die eigentlich nur einen Flügel? Sind das zwei? Ich glaube, das sind zwei, ne? Auf jeden Fall zu einer Seite geklappt. Das steht schon mal fest. Und ja, das ist halt relativ deutlich, dass es dann Sapan ist. Nein, stopp, die laufen auch in Tier rum. Aber nicht ganz so viele. Und nicht ganz so. Hier ist eigentlich Sitz. Können wir bitte aufhören, immer hin und her geschickt zu werden zwischen irgendwelchen Leuten, sondern mal was machen? Ich meine, in allen möglichen Kampagnen tust du einfach mal gar nichts, sondern läufst die ganze Zeit nur von Typ zu Typ, schaust dir irgendein Video an und dann das war's. Also zumindest in den höheren Kampagnen. Früher mussten wir da noch Mobs killen oder Items sammeln oder sonst was. Jetzt heißt nur bla bla bla, lauf dahin, bla bla bla, Quatsch, den an, bla bla bla, mach einen Hit auf den, damit der stirbt. Das ist doch lächerlich. Ich will mal was machen dabei. Ah, das wäre so, wenn ich jetzt zumindest sie anquatschen und dabei irgendein Rätsel lesen müsste. Oder, nicht lesen, lösen, Entschuldigung. Das wäre ja auch spannender, aber... Boah. Jetzt müssen wir wieder zu Ganon. Ist ja nicht so, als könnten wir das eventuell selber lösen. Nein, wir gehen direkt zu Ganon. Das ist so blöd. Hält mich ganz ehrlich auf. Also ich spiele das nicht nur, ich finde das echt ein bisschen blöd gemacht. Dass man dabei nichts mehr zu tun hat, außer hin und her laufen. Und noch mehr hin und her laufen. Und noch mehr hin und her laufen. Also ist schon ein bisschen scheiße. Oh, was sagt ihr dazu? Ich finde das echt nervig, wenn man nichts anderes tut.
Muss man eben das Aufnahmetool in den Vordergrund holen. Okay. Musste kurz die Zeit wissen. Deswegen, wir werden diese Folge, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, wie viel Anspruch die nächste Kampagne hat, aber ich denke, dass wir diese Folge noch 61 werden. Weiß vielleicht splitte ich dann auch die nächste Folge. Nee, die nächste Folge splitte ich nicht, weil die übernächste, beziehungsweise die nächste, je nachdem, wann ich was natürlich mache, sich ein bisschen sehr viel use to find. Die war doch, genau, da oben meine ich ja, ne? So. Unser Geist hängt übrigens fest. Was ich gerade sagen wollte, ist genau, dass die Folge, die ich am Mittwoch aufnehme, sich logischerweise mit 475 befestigt. Da werde ich das, also das wird so ein bisschen eine nicht so Let's Play-haftige Folge, sondern vielmehr so ein bisschen Quatschi-Folge sein. Falscher Teleporter. Mit ein bisschen, was sich das auf das Spiel auswirkt und so weiter. Denke ich zumindest. Mal schauen, ob ich darauf morgen noch Lust habe. Denn wahrscheinlich, ich muss mal schauen, wann ich von der Uni zurück bin und alles. Und ob dann schon die Server online sind. Wenn nicht, dann werde ich natürlich wieder, wie das letzte Mal, wo 4.7, welcher Version? 4.7, weiß ich nicht. Irgendwas rausgekommen ist, hatte ich ja schon mal so ein durch die gesamten Patchnotes durchgehend gemacht im Stream. Weil ich einfach Langeweile hatte und Lust hatte auf Aion und irgendwas machen wollte und dementsprechend das einfach dann gestreamt habe. Wir haben anscheinend hier eine Quest zum Abgeben, sehe ich gerade. Oh mein Gott, wir waren noch nie in der Autoren-Zimmels-Festung. Das müssen wir demnächst mal nachholen. Ganz dringend. Das ist nämlich total cool da drin. Ja, da müssen wir, siehst du, da müssen wir nachher mal irgendwann rein. Irgendwann. Nicht jetzt. Hier sind noch mehr Quests, die ich einfach abgeben kann. Was ist denn hier los? Kann ich... Oh, da kriege ich sogar 7 Millionen. Jen. Dann dürfte sogar die Kampagne mich jetzt gleich... Ach, ganz, ganz knapp. Ganz knapp dürfte ich nicht Level abgehen. Oder wie viel gibt's mir? Nee, wird... Ich glaube, wenn ich jetzt... Ja, wird nicht, weil ich 9 Millionen 200 irgendwas brauche, nur 8 Millionen 2... 8 Millionen irgendwas kriege. Ja, okay. Ach so. Ich dachte gerade, mein Körper sei eingefroren. Das war gerade ein bisschen merkwürdig. Return to Garnin, bevor ihr Sobos... Ich kann ganz bestimmt porten, oder? Oder muss ich laufen? Wir schauen uns das an. Ich finde das nicht gut, dass ich so komisch aussehe, so nebenbei. Ach, na denn, easy. Lol, wenn man eh fliegen kann, ist es easy. Ich dachte schon, ich muss laufen. So, wir sehen, der Buff ist hier oben noch eine Zeit lang drauf. Der ist... Aha, hier ist ein Fehler. Denn wenn ihr es genau anschaut, seht ihr, dass die Zeit, wie der Buff drauf ist, kürzer ist als die Zeit... kürzer ist als die Zeit, wo man noch anquatschen kann. Das heißt, rein theoretisch hätte man eine Sekunde Zeit, ein bisschen weniger, um noch zu quatschen, während man eigentlich schon nicht mehr gefreezed ist und so weiter. Ja, das gibt ein ganz große Probleme und alles, ne? Vor allem das Tolle ist beim... Wir haben ja so tolle Sounds wegen diesem... Naja... Ihr seht es. Wie sehen wir überhaupt aus? Wieso stellen wir uns eigentlich automatisch so hin? Und wieso sind wir eine männliche Statue? Das finde ich nicht gut. Wir schauen uns gleich die Statue an, sobald wir drin sind. Wir haben ja noch locker eine Minute hier, da was passiert. Also diese Zeitquests sind normalerweise sehr gut kalkuliert. Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Meistens, nicht immer. So, also, das ist die Ausgangsstatue. Wir haben nur ein Auge, wir haben ein Licht da unten. Das glaube ich von unserem Schmuck. Komisch animierte Hände. Mhm. Und eine Waffe. Und wir... Okay. Ich sag da jetzt mal nicht zu. Wieso haben die hin und wieder solche komischen Sounds, dass ich was geschafft habe? Und wieso manchmal nicht? Das verwirrt mich. Ich krieg da echt zu viel von, wenn das die ganze Zeit irgendwelche komischen Sounds da laufen. Ist es deren Ernst, dass ich es jetzt wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr schaffe, noch 61 zu werden? Ja, dann machen wir das morgen. Also tut mir leid, ich meine jetzt ja keine halbe Folge, falscher, hier vorne. Keine halbe Stunde Folge raus. Dann machen wir morgen inklusive Energie der Rast, während ich dann quatsche, die andere Kampagne fertig. Dann passt das. Ich werde jetzt auch die hier nicht abgeben. Das wäre nämlich Schwachsinn. Ich kann sie nämlich jetzt abgeben und wenn ich die morgen mit Energie der Rast abgebe, dann habe ich bei weitem mehr. So, das heißt, wir stellen uns jetzt nach vorne hin. Das passt schon. Und haben wir noch irgendwas Neues? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich Gutes. Ja.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir, also 4, 7, 5, morgen episch, ey! Oder so, mal gucken. Und jo, bis die Tage, tschüss!